Herzlich willkommen zum Szene-Talk Düsseldorf. Wir sind wieder mal in der Altstadt unterwegs und heute werden wir vom Besitzer vom Schickimicki und Rettemateng, vom Daniel, begrüßt. Hallo, hi, willkommen in der Rettemateng. Es gab das Schickimicki als allererstes und das besteht jetzt schon wie lange? Je nachdem, wenn wir dürfen, würden wir im Juni Achtjähriges feiern. Achtjähriges. 2012 haben wir aufgemacht, genau. Wie kam es dazu, Daniel? Wann kam die Idee so jetzt Schickimicki? Der Name ist schon relativ früh, jetzt bestimmt 10 Jahre davor, habe ich immer gesagt, wenn ich mal eine Kneipe oder einen Club, das war damals noch nicht so ganz klar, aufmachen sollte, dann wird das Schickimicki heißen. Weil ich es mal ganz witzig finde, die Düsseldorfer werden immer verpönt, als Schickimicki. Und ich denke mal, je mehr man sich dagegen wehrt, umso mehr haben die Leute auch Spaß daran, dich als Schickimicki Düsseldorf zu bezeichnen. Also wollte ich den Wind aus dem Segel nehmen, sagen, da sind wir als Schickimicki. Haben das im Schickimicki natürlich anders interpretiert, mit rotzig, liebevoll, herzlich, versoffen, exzessiv. Ja, und das mir wurde tatsächlich am Anfang von abgeraten, aber mittlerweile haben es, glaube ich, alle kapiert. Spätestens, wenn man 2 Meter im Laden ist, weiß man, glaube ich, okay, ich habe es auch verstanden. Also, ja, und dann haben wir, ist dann auch mal konkret geworden, dass wir uns auf die Suche gemacht haben nach dem Club. Ja, und dann war der Name irgendwie schon fest. Vielleicht, wenn jetzt irgendwo ein anderer Standort gewesen wäre, hätte man sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber Schickimicki war eigentlich irgendwie schon. Wir haben nebenbei tatsächlich auch schon die Logos basteln lassen. Also war das irgendwie schon klar. Ihr seid mit dem Schickimicki auf der Neustraße. Genau. War da am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass man so doch ein bisschen Randaltstadt ist, dass es da nicht so ankommt? Jetzt muss man dazu sagen, dass ich auch jetzt über 40 Jahre in Altstadt wohne, damals 32 Jahre, und kannte das noch ganz als Pico. Das ist ja der alte Dschungel, ein alter legendärer Punkladen. Eigentlich die Älteren werden es vielleicht noch kennen. Und deshalb war mir das eigentlich ein Begriff. Ich habe immer das Positive genommen. Wir sind zwar ein bisschen weg vom Schuss, weil die meisten dann doch Richtung Bolker oder Kurze gehen. Andererseits bleiben natürlich auch viele Leute weg, die man vielleicht nicht im Laden haben möchte. Ne? Also man geht schon gezielt hin, man sieht viele Düsseldorfer. Wobei andere natürlich auch willkommen sind. Aber wir haben so ein eigenes Publikum, ne? So ein bisschen gallisches Dorf. Das hat sich jetzt eigentlich bewährt, weil die Leute dann wirklich, wie gesagt, gezielt reingehen der normale, sag ich jetzt mal, das obligatorische, der Junggesellenabschied oder so, es geht wahrscheinlich Richtung Bolkerstraße und wir haben nicht den Salat. Wie ist es dann damals angelaufen? War es so, dass es erstmal Freunde von Freunden, Mundpropaganda, dies, das? Oder war direkt zack, Schickimicki auf? Und Gott sei Dank hatten wir keine großen Anlaufschwierigkeiten, weil ich vorher schon viel aufgelegt habe. Auf der kurzen Straße, im Piebel damals noch. Und aber auch Pretty Vacant hatten wir damals Veranstaltungen im Zack, Stahlwerk. Also hatten wir mit unseren Veranstaltungen eigentlich schon so eine Fanbase da. Unter anderem die 90er-Jahre-Party, die wir natürlich direkt am ersten Wochenende gemacht haben oder am zweiten, glaube ich. Da hat es schon direkt 500 Follower, die immer dabei waren. So viel passen natürlich nicht in den Laden rein, aber das hat eigentlich, klar, nachdem der erste Hype vorbei war, hat sich das ein bisschen gelegt, weil wir uns jetzt auch kein großartiges Budget für Propaganda hatten. Aber ich sage immer noch, Mundpropaganda ist das Beste eigentlich. Also das ging dann eigentlich kontinuierlich immer besser. Also immer. Ihr hebt euch da ja auch tatsächlich echt ab. Also wenn man bei euch bei Facebook auf der Seite guckt, man hat immer krasse Werbeslogans, in your face, shameless, die 2-Stunden-Party. Also es ist immer kurz, knackig, auf den Punkt gebracht, aber macht neugierig. Und auch die Bilder dahinter. Wer ist da bei euch für zuständig? Wir haben auch eine Party, die heißt 90 plus minus zum Quadrat, Wurzel rein, Wurzel raus. Habe ich jetzt weggelassen? Ja. Ich dachte, aber das wird so schwierig für mich. Ich meine, der ganze Laden lebt ja von Selbstironie. Ne? Und das wollen wir auch so ein bisschen rüberbringen natürlich. Wir nehmen uns überhaupt nicht ernst. Unsere Gäste, das soll jetzt nicht falsch klingen, auch nicht wirklich, weil dein ganz eigener Schlag Mensch ist. Deshalb ist es eigentlich, entsteht vieles mit dem Personal zusammen oder auch mit Gästen, wenn man so raushört, was die hören wollen. Zu jeder Party gibt es eigentlich eine eigene Geschichte. Ne?
die 90 plus minus 12, wie auch immer, war tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. In your face, war immer schon ein Kopf für eine Party bei mir, weil ich das vom Basketball immer ganz witzig fand. So, batsch, in die Fresse, ne? Und das hatte Olli damals, der DJ, auch perfekt umgesetzt. Ja, und Shameless ist ja auch von der Serie Shameless, da braucht man und im Prinzip ist jeder Abend im Schickimicki Shameless, deshalb war das eigentlich immer auch schon so im Kopf, wenn wir mal so eine Open-Format-Konzept haben, dass wir dann Shameless ist vielsagend, aber auch nichtssagend, ne? Kann alles sein im Endeffekt. So, ne? Und das sagt die Party eigentlich auch aus. Vorher weiß man nie so genau, was einen erwartet. Wir haben auch wechselnde DJs, dass nicht jeder Samstag immer gleich ist, sondern dass sich da auch immer ein bisschen abwechselt. Selbst wenn man jeden Samstag kommen würde, dass sich dann doch schon ein bisschen unterscheidet und nicht immer alles nach Plan B, A läuft. Wir haben Plan B und C noch. Also Namensgebung bist immer du und auch, dann genau. Die Werbung dafür, die Bilder und so weiter, gestaltest du auch? Ja, also nee, auf gar keinen Fall. Ich komme noch nicht mal mit Paint, werde ich fertig, gewinnt Paint immer. Da haben wir den Nico-Dem, heißt der Nico. Mit dem habe ich hab auch andere, aber hauptsächlich mit ihm, dem ich dann meine Ideen mitteile. Und was ich mir ungefähr vorstelle, aber oft sage ich auch, spinn du erstmal rum. Die In Your Face ist damals, der Flyer hat fast eher komplett gemacht. Da habe ich gesagt, mach mal, wie du meinst. Ich hatte erst was anderes im Kopf, aber lass mich da gerne von einem Profi beraten. Gut, die 90er-Jahre-Party mit dem Gameboy, das war irgendwie naheliegend. Das, ja. Das war meine Idee, aber er hat das dann auch gut umgesetzt, wie das dann gemacht wurde. Shameless fand ich auch ganz witzig, dass es sollte ein bisschen sexy aussehen, aber eigentlich als auch nicht irgendwie sexistisch sein in dem Sinne. Da haben wir eigentlich auch an diesem Anfangsvorspann von Shameless, wo die auf dem Klo sitzt und sich den Slip runterzieht. Wir zeigen aber nur unten. Das muss ja jetzt nicht alles zeigen. Sieht man gar nicht sofort auf dem Flyer, ne? Doch, ich bin heute noch mal alles durchgegangen extra und weil mich das immer wieder fasziniert. Also auch ich fühle mich da immer sehr angesprochen von und anscheinend ja auch ein Riesenteil hier in Düsseldorf. Ja. Wir haben uns gestern, wir alten investigativen Journalisten sind vorbereitet und haben uns gestern aus dem Nähkästchen erzählen lassen, dass du ja auch der Erste warst, der Kneipenbingo hier nach Düsseldorf gebracht hast. Dazu muss ich mal sagen, das war der Opti, ein Hip-Hopper und die Boogie-Down-Leute, der Robert Feller unter anderem, die haben mich damals relativ früh, nachdem wir das Schickimicki aufgemacht haben, angesprochen. Haben wir uns hier auf der Ratinger Straße getroffen. Und die meinen ja, Daniel, ich habe vorher schon mit denen zusammengearbeitet, aber sie meinen ja, Daniel, wir haben eine Idee. Was hältst du denn von Bingo in deinem Club? Und ich so, Junge. Damals völlig absurd. Ich so, ihr seid so bescheuert. Die Idee ist so bekloppt. Machen wir. Warum probieren wir mal aus? Das hieß dann Beats, Bier und Bingo und das haben wir, glaube ich, mein Anfang 2013 das erste Mal gemacht. Bombe. Also einen guten Moderator, auch der Opti, dann ein bisschen trashig angehaucht und die hat noch super Preise. Einfach super witzig, haben wir dann relativ oft auch gemacht. Jetzt ist der Opti nach Wuppertal gezogen, macht aber immer noch. Hier teilweise auch in Düsseldorf, aber auch woanders machen die Partys immer noch, oder? Ist das jetzt eine Party? Keine Ahnung. Also ich bin super. Ein nettes Zusammenkommen von Bingo-Freunden. Wirklich, also im Club Bingo und jeder, der gewonnen hat, wurde gehasst. Ne? War nichts mit dir, gönn ich dir. Ne? Und jetzt hier mit dem Rette Mateng, das hast du seit 2018 auf. Genau, Ende. Dezember, ja. Und hier ein anderes Konzept, das ist jetzt eher eine Bar, Kneipe, wie darf ich es betiteln? Ach, das... Ich habe es so mal genannt, Bar, Café, Eckkneipe. Ich finde Eckkneipe immer noch das Wort irgendwie geil. Ist ja auch eine. Ja, da wollte ich halt weg vom Remi Demi und in Anführungsstrichen was Anständiges machen, was ich auch doch mit 70 rein theoretisch machen könnte. Aber eigentlich, klar ist das ein anderes Konzept, aber vom Publikum wollte ich eigentlich ähnliche Leute anziehen. Nur nicht wie im Schickimicki haben wir halt, ja wirklich, den voll tätowierten Rocker, die Handtaschenlady, die Studentin, den Handwerker, den Professor, Polizisten, haben wir eigentlich alles da. Sämtliche Nationen, schwul, lesbisch, alles querbeet, alle verstehen sich da. Genau das wollte ich auch hier haben und damit halt den Altersdurchschnitt 18 bis 35 ist so die Kerngruppe. Hier wollte ich halt von 18 bis 100. Ne? Also hier geht auch der Stammtisch von meinem Papa, kommt hier hin. Der ist nicht 100, aber läuft stetig drauf zu. Wir haben eine Behindertentoilette hier, jetzt alles barrierefrei. Wir haben auch extra deshalb darauf geachtet.
dass das halt ein zeitloser Laden wird im Endeffekt. Ne? Schickimicki, klar, am liebsten würde ich es auch noch 100 Jahre machen, aber irgendwann, wenn ich da mit dem Krückstock reingehe, dann denke ich auch, da kommt die Sitte schon wieder. Oder? Aber hier bringst du auch diese Ideen mit ein. Was ihr hier gemacht habt, war ein Gesellschaftsspieleabend habt ihr hier schon mal veranstaltet. Aber auch nicht von mir. Da kam die Laura damals auf mich zu. Speed Gaming. Witzige Idee. Das Prinzip Speed Dating kennt man ja eventuell. Und das Prinzip ähnliches Konzept. Du spielst, ich glaube, 20 Minuten oder Viertelstunde an einem Tisch. Es sind meistens so 5, 6, je nachdem 7 Tische aufgebaut. Von Monopoly, Uno, Scotland Yard und was da so alles gibt. Spielst, ich glaube, Viertelstunde. Dann klingelt die Glocke, alle müssen das liegen lassen, die Karten, Würfel, wie auch immer. Und dann wird hier die Reise nach Jerusalem gespielt und du musst dich an irgendeinen fremden Platz setzen. Und musst mit dem Scheiß weiterspielen, den dein Vorgänger dir da gelassen hat. Ne? Also richtig witzige Leute dabei. Du lernst natürlich völlig schnell die Leute auch kennen, hast direkt ein Gesprächsthema, meistens das Spiel erst und dann, wenn der Spielabend dann vorbei ist, wird dann noch ein Bierchen getrunken oder eben auch nicht, kommt immer drauf an. Ja, auch eine super Idee von der Laura damals. Also ich liebe solche beknackten Ideen, wo man erstmal denkt, ja, nee, doch, machen wir mal. Wir können es ausprobieren. Würdest du jetzt als Kind der Altstadt, also du hast diese Entwicklung ja irgendwie wahrscheinlich gerade im Teenie-Alter mitgemacht, bis zu deiner eigenen Lokalität, bis zum Rettemateng. Würdest du sagen, das ist die Gastro-Kneipe von morgen, dass man eher interagiert mit dem Publikum als dieses gemütliche Bierchen trinken, wie man es von früher kennt? Boah, ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich muss nicht jeden Tag hier Remi-Demi haben, hab ich auch nicht vor. Ich bin super gerne manchmal einfach nur im Füchschen drüben oder hier oder wo auch immer, in der Schaukel oder sowas, trinke mir ein Bierchen gemütlich oder ein Bickerhetz, trinke mir ein Bierchen oder einen Wein und will meine Ruhe haben, meinetwegen. Will mit meinen Jungs, Mädels einfach nur quatschen. Hab auch manchmal Bock, jetzt irgendwas zu erleben. Ne? Und ich finde, jetzt jeden Tag habe ich ja keine Lust, eine Veranstaltung zu machen, aber wenn das dienstags, ist auch, glaube ich, nicht jeden Dienstag, ist immer so, durch Fortuna, dadurch, dass wir im DFB-Pokal so weit gekommen sind, ist das immer ein bisschen nach hinten gerutscht. Aber das findet meistens einmal im Monat statt, das Speed-Gaming. Und jeden Donnerstag haben wir hier dieses Bierpong-Event, was super läuft auch. Aber jetzt gerade so ein Mittwoch, lassen wir mal ganz offen eigentlich, und Wochenende eigentlich auch. Da haben wir mit Sportübertragungen, Fortuna und so ja auch was nebenbei laufen zumindest. Das heißt, wenn Fortuna läuft, läuft es auch auf voller Lautstärke. Aber also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Wenn man meint, man könnte mal ein bisschen hier einen kleinen Schwung reinkriegen, kann man das machen. Aber jetzt jeden Tag würde ich das hier auch nicht machen. Und wie siehst du generell diese Entwicklung? Also wie würdest du sagen, hat sich die Altstadt in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Ja, also viele moppern ja über die Altstadt. Hier und da kann ich das nachvollziehen. Und ich sage, seit Jahren eigentlich, wenn man gezielt in die Altstadt hingeht, und da gibt es nochmal super Läden, wie in jedem anderen Stadtteil auch, man findet jeder eigentlich seine Nische. Ne? Von Alternativ bis ein bisschen Etepetete, bis Urig. Ich finde, da hast du halt auf engstem Raum wirklich alles abgedeckt, was so an Kneipen, Diskotheken, Clubs, wie auch immer geht. Klar gibt es da Nebenerscheinungen. Wenn 100 Leute trinken, hast du einen Idioten dabei. Ne? Das ist aber auf jeder Kirmes, glaube ich, schlimmer als hier in der Altstadt. Und das war wahrscheinlich in jedem Jahrzehnt einfach so. Genau, ne? Früher, klar, ich glaube, früher gab es auch mal eine Schlägerei. Nur damals haben nicht 30 Leute mit der Kamera draufgehalten und sowas alles. Ne? Und dass es traurig ist, außer Frage. Und auch gerade für die Altstädter, die hier wohnen, und hier wohnen auch alte Leute, die seit 60, 70 Jahren hier in der Altstadt wohnen, ist natürlich traurig, wenn sie sich durch manche Straßen nicht mehr durchtrauen. Aber da reden wir wirklich, also ich bin lieber hier unter vielen Leuten als in Reisholz an der S-Bahn um 2 Uhr morgens oder so, hätte ich gesagt. Und jetzt fängst du langsam an, alles abzudecken. Den Daniel Club Schickimicki gibt's, wo man tanzen gehen kann. Jetzt gibt's die Bar, wo man nett vortrinken kann vor der Sause. Demnächst auch noch der Daniel Imbiss geplant, boah, oder? Ich von Essen habe ich wirklich keine Ahnung. Also ich esse gerne, aber ich eher ausgeschlossen, außer ich finde einen netten Partner oder Partnerin oder sowas, also Geschäftspartner.
Eher unwahrscheinlich. Ich bin nicht einer, der immer größer, immer weiter. Ich sage immer, ich bin der schlechteste Kapitalist der Welt. Ich finde es auch total kacke, dass man immer mehr und größer werden muss. Lieber das, was man macht mit Herzen. Denn wenn ich was anderes wieder machen würde, würde die Kneipe oder der Club drunter leiden. Ne? Ich merke das jetzt schon, dass Schickimicki, in Anführungsstrichen, ich bin weniger da, kriege nicht mehr alles so mit, weil ich natürlich jetzt das erste Jahr viel hier sein wollte, musste. Nee, also. Bin zufrieden. Also es macht Spaß. Ne? Hast du Und deine zwei ja, Herzensträume? hundertprozentig. Ne? Und ich will niemals nie sagen, aber Stand heute würde ich sagen, nö, schön hier, gemütlich. Aber ein bisschen Essen haben wir uns erzählen lassen, holst du dir hier demnächst rein. Da seid ihr, glaube ich, auch noch beim Timo, ne? Habe ich auch Genau. eben gehört im Nebensatz. ja, genau, das hatten wir eigentlich vorher schon vor. Und da kam aber immer was dazwischen. Karneval wollte ich jetzt nicht damit anfangen, bevor die Frikadellen durch die Gegend geworfen werden. Und da haben wir gesagt, machen wir es nach Karneval. Und jetzt haben wir wirklich gesagt, sobald das Gedöns vorbei ist, fangen wir damit an. Soll aber wirklich, wie gesagt, mit dem Caterer zusammen alles im kleinen Rahmen stattfinden. Bierbegleitende Speisen, wie man so schön Ach, schön, sagt. das klingt einladend. Also vielleicht eine Currywurst, vielleicht eine nette Suppe oder sowas, ein Wrap oder sowas, alles was. Kuchen soll es dann geben. Aber das ist jetzt noch nicht final alles entschieden. Da werde ich mich mit dem Timo, den ihr auch noch kennenlernen werdet, nochmal kurz schließen, obwohl da schon nur der rote Faden ist vorhanden. Also wir wissen auf jeden Fall schon, fürs leibliche Wohl wird dann hier auch gesorgt sein. Ja, Grundlage muss ja stimmen, ne? Als abschließende Frage: Der Daniel, der nicht in der Gastro sitzt, wäre im bürgerlichen Leben was? Wer nichts wird, ne? boah, was kann ich dir? Ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig gut. Ne? Ich wäre so ein guter Hausmeister. Ich weiß, wen ich anzurufen habe, mach mal. Ich habe mal früher, ich habe tatsächlich mal als Steuerfachangestellter angefangen. Auf gar keinen Fall mache ich. Werbung habe ich mal oder habe ich so als Quereinsteiger mal gearbeitet, als Texter. Auf Dauer auch nicht so mein Metier. Boah, ich würde wahrscheinlich auch was mit Veranstaltungen machen. Ne? Also, welche in allen Bereichen. Klar, auf Partys so ein bisschen am Anfang, aber auch, es gibt ja auch noch andere Veranstaltungen. Tipp Du mich mal drauf. brauchst was mit Menschen, ich merke schon, da Also, das musst geht gar ja. nicht ohne. Also, hier und da bin ich froh, keine zu sehen. Nach einem harten Wochenende zum Beispiel. Aber spätestens nach ein, zwei Tagen. Wo seid ihr? Ja, dann vielen Dank, dass du uns hierher Ich eingeladen danke hast. euch. Wie gesagt, Schickimicki, wir sitzen gerade im Rette-Mateng, das eher für die ruhigen Zeiten, zum Vortrinken, für einen Kuchen vielleicht demnächst oder einer Currywurst neben Mal dem gucken. Bierchen. Und danach dürft ihr das Ganze dann im Schickimicki wieder runtertanzen. Der Die Daniel freut Kalorien. Oh sich. ja, genau, ja, super. Wir können dann auch dem Türsteher Bescheid geben. Achtung! Schön, dass ihr da wart. Macht's gut und bleibt gesund.